Hi ihr Tierfreunde und willkommen zu einem weiteren Grillvideo. Ja, ich habe gedacht, was jetzt noch in der Reihe fehlt, ist irgendetwas Steak-ähnliches. Und zwar habe ich da gleich zwei Vorschläge für euch, nämlich einmal Tofu-Steaks und einmal Seitan-Steaks. Ja, die sind beide ziemlich schnell vorbereitet. Am schnellsten gehen allerdings die Tofu-Steaks, denn die bestehen aus einer Handvoll Zutaten. Und ja, die habe ich letztens sogar gemacht, als ich nur ganz wenig Zeit hatte. Da hatte ich irgendwie Feierabend und nur 10 Minuten Zeit, um dann gleich weiterzufahren zu Freunden in den Garten. Und habe die dann innerhalb von 5 Minuten zusammengewürfelt. Ja, und das Ganze da auf den Grill geschmissen und war einfach super lecker und auch super einfach. Ja, deswegen fange ich mit den Tofu-Steaks auch gleich mal an. So, ich habe jetzt 200 Gramm Tofu. Den werde ich jetzt erstmal in Scheiben schneiden und zwar in 4 Scheiben. So, das finde ich ist jetzt die richtige Dicke, das ist ungefähr 1 cm. Und ihr könnt natürlich auch dicker schneiden, dann müssen die aber, denke ich, einfach länger ziehen und werden auch relativ trocken dann auf dem Grill. Also ich würde sie echt wirklich lieber dünner schneiden, dann habt ihr halt mehr Scheiben und ja, das schmeckt dann auch viel besser. Und dann braucht ihr am besten eine wiederverschließbare Gefriertüte und da könnt ihr natürlich auch einfach eine Schüssel nehmen oder etwas in der Art. Aber ich denke immer beim Grillen nimmt man schon so viele Schüsseln für Salate und so weiter mit. Da braucht man lieber was wenig Platz wegnimmt und das ist dann einfach am praktischsten. Dann braucht ihr 1 bis 2 Knoblauchzehen. Die könnt ihr einfach halbieren und in relativ feine Stückchen schneiden. Und das könnt ihr dann schon mal in die Tüte geben. Außerdem braucht ihr ca. 3 Esslöffel Sojasauce, 2 Esslöffel Öl, ich habe jetzt hier Olivenöl und eine Messerspitze Pfeffer. Und theoretisch könntet ihr jetzt auch hier trockene Kräuter dazugeben, um das Ganze noch ein bisschen aufzuwerten. Allerdings werden die auf dem Grill wahrscheinlich eher verbrennen, sodass ihr nicht viel davon habt, weil die einfach draußen dran bleiben. Beim Knoblauch kann das auch passieren, aber da habe ich die Stückchen extra so grob gelassen, dass man die dann in dem Fall einfach runtersammeln kann. So stellt das auch nicht mehr so das große Problem dar. Dann könnt ihr jetzt die Tofu-Sticks nehmen und einen nach dem anderen reingeben, bisschen durchschütteln. Ich lege immer so 2 übereinander. Das heißt, es passen eigentlich immer 200 Gramm in eine Tüte. So, dann zum Schluss noch ein bisschen die Luft aus der Tüte drücken. Verschließen. Und fertig sind eure eingelegten Tofu-Steaks. Die könnt ihr jetzt entweder über Nacht noch stehen lassen. Aber ein paar Stunden sollten da, wie gesagt, auch ausreichen. Ja, und das war's auch schon mit den Tofu-Steaks. Das waren jetzt nicht mal 5 Minuten Zubereitungszeit. Also wenn ihr wirklich mal überhaupt keine Zeit habt und ihr wollt gerne grillen, dann ist das auf jeden Fall die perfekte Variante. Wenn die Steaks jetzt eine Weile liegen, ob jetzt über Nacht oder nur ein paar Stunden, dann könnt ihr die auch ab und zu mal wieder umdrehen, damit sich die Soße auch schön überall verteilt. So, dann geht's an die Seitan-Steaks. Dafür habe ich jetzt hier schon mal 130 Gramm Seitan-Pulver. Dazu kommen jetzt die ganzen trockenen Zutaten. Das sind 2 Esslöffel Lupinenmehl, dann 1,5 Teelöffel Paprikapulver, 1 Teelöffel Majoran, 1,5 Teelöffel Pfeffer und 1 Teelöffel Salz oder Gemüsebrühe. Das solltet ihr auf jeden Fall immer vor den feuchten Zutaten verrühren, denn danach lassen sich die Gewürze nicht mehr richtig verteilen. Dann habe ich hier 4 Esslöffel Öl und die gebe ich jetzt rein und vermische sie sofort, also bevor ich das Wasser dazu gebe, denn das erzeugt nachher so eine schöne Struktur in dem Seitan. So, dann solltet ihr jetzt solche kleinen Klümpchen und Kügelchen haben und dann könnt ihr das Wasser dazu geben. Das sind jetzt 120 Milliliter. So, damit solltet ihr jetzt einen ungefähr 300 Gramm schweren Seitan-Kloß haben und den könnt ihr jetzt durch 6 Teile teilen. Das mache ich jetzt so. Ihr könnt natürlich auch weniger Teile nehmen und die Steaks dann ganz einfach größer machen. So, und hier seht ihr auch ein bisschen die Struktur, die einfach dadurch kommt, dass wir das Öl zuerst reingegeben haben und danach erst das Wasser. So, dann braucht ihr nochmal so eine Tüte oder halt eine Schüssel. Und ein kleines bisschen Olivenöl. Die Seitan-Steaks könnt ihr jetzt mit einem Nudelholz erstmal schön flach rollen.
Die ziehen sich immer noch ein bisschen zusammen, also rollt sie ein kleines bisschen flacher, als ihr sie im Endeffekt haben möchtet. Dann gebt ihr einen kleinen Esslöffel Öl in die Tüte, tut das erste Steak rein und gebt dann ungefähr einen Esslöffel Öl auf das Steak rauf, verteilt es ein bisschen und dann wieder von vorn. Das Öl hält einfach den Seitan davon ab, dass er zusammenklebt. Und so könnt ihr die Steaks auch ruhig einen Tag oder vielleicht sogar zwei Tage vorher vorbereiten. Und die kleben dann trotzdem nicht zusammen. So, und damit sind auch eure Seitan-Steaks fertig. Das ging jetzt auch relativ schnell. Das war jetzt ungefähr eine Viertelstunde Zubereitungszeit. Und der Vorteil bei diesen ist, ihr müsst sie halt nicht mehr durchziehen lassen, denn die sind halt schon komplett gewürzt und können sofort auf den Grill. Oder auch in die Pfanne. Also ihr könnt auch einfach in einer Pfanne ohne Fett die ganz schnell braten. Also auch für zu Hause zum Vorbereiten sind die super geeignet. Ja, ich werde die jetzt jedenfalls auf dem Grill zubereiten, da heute auch recht schönes Wetter ist. Also bis gleich. So, da sind wir auch schon. Die Tofu-Sticks haben jetzt sogar 4-5 Stunden durchgezogen. Und alle beide brauchen eigentlich wirklich nicht lange auf dem Grill. Deswegen legen wir gleich mal los. Naja, sobald die Kohle fertig ist. So, wenn die Kohle dann soweit gut ist, könnt ihr einfach die Tofu- und Seitan-Steaks nach und nach rauflegen. Und bei den Seitan-Steaks müsst ihr vielleicht ein bisschen fummeln, aber die sollten sich recht leicht voneinander lösen. Ja, guckt ein bisschen, dass ihr das nicht zu tief einstellt, damit die nicht zu schnell schwarz werden. So, nach 2-3 Minuten sind die Seitan-Steaks hier schon ein bisschen braun geworden auf der einen Seite. Das heißt, ja, wie ihr seht, dauert das wirklich nicht allzu lange, also ein paar Minütchen noch. So, der Tofu ist auf jeden Fall schon gut so und der Seitan auch. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr ihn nicht zu lange darauf liegen lasst, weil er sonst irgendwann wirklich knochenhart wird. Das waren jetzt insgesamt so circa 10 bis 12 Minuten und das sollte eigentlich auch ausreichen. So, runter damit. Ja, und schon sind eure Seitan- und Tofu-Sticks fertig. Das waren jetzt, wie gesagt, 10 bis 12 Minuten. Geht also relativ schnell. Ja, mal kosten. Die Seitan-Sticks sind auf jeden Fall schön würzig. Und auch wunderbar knusprig. Und ich finde, die werden jetzt perfekt, wenn man so zwei Toast oder ein Brötchen hat, ein bisschen Tomate, Gurke, Salat und so weiter und dann die dazwischen. Das wäre der perfekte Burger sozusagen. So, und die Tofu-Steaks. Ich finde, die schmecken wunderbar nach Knoblauch und auch richtig schön würzig. Und ich finde, das kann man kaum glauben, weil die ja wirklich nur so ein paar Stunden durchgezogen sind und jetzt trotzdem so intensiv schmecken. Innen sind sie halt, wie ihr seht, immer noch weiß, aber trotzdem wunderbar würzig. Mm. Ja, und wie gesagt, zu Hause in der Pfanne könnt ihr die natürlich auch machen, schmecken dann ein kleines bisschen anders, aber trotzdem sehr gut. Und ihr könnt die, wie gesagt, auch wirklich ein paar Tage vorher vorbereiten und einfach im Kühlschrank aufbewahren. Ja, das waren mal ganz klassische Steaks veganisiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dieses Video ist übrigens wieder Teil der veganen Grill-Playlist. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Endcard oder unter Video in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne würde ich sagen, frohes Grillen und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!